NLZ Total, die Sommerpause ist vorbei und wir haben heute ganz besondere Gäste in eine Sondersendung eingeladen. Basti Lohr, Simon Arndt und Pedro Schiavo werden uns erzählen, wie das Trainingslager lief, wo alle drei Mannschaften gemeinsam waren und wie die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen. Freut euch drauf, gleich sind sie meine Gäste. Ja, Basti, Simon, Pedro, vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt und gekommen seid. Erste Frage, Basti, würde ich gerne an dich direkt stellen und zwar... Es war ja Ende Juni, haben die Sommerferien hier begonnen in Nordrhein-Westfalen und am 18. Juli war ja Trainingsauftakt. Es sind ja so knapp 3 Wochen, wo wir eine fußballfreie Zeit haben. Was hast du denn in dieser fußballfreien Zeit so gemacht? Ja, mich hat es 2 Wochen dann auch in Urlaub verschlagen. Eine Woche in Mallorca, gefolgt von ein paar Tagen in Holland. Und ja, die letzte Woche war dann natürlich auch schon wieder volle Vorbereitung auf den Trainingsstart dann. Simon, bei dir? Ja, als Lehrer habe ich natürlich jetzt 6 Wochen frei, aber 3 Wochen davon fußballfreie Zeit. Ich war die erste Woche mit meinen Schwestern, wie auch letztes Jahr in Österreich. Habe also die Zeit gut genossen in den Bergen, auch das gute Essen dort und ja, wie Sebastian auch. Seitdem laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison und ja, die Vorfreude ist groß dann auch. Pedro, auch im Urlaub gewesen? Ja, oder? Ja, auch. Ich war in der Heimat mit meiner Partnerin, habe meine Familie besucht, dann meine Freunde auch. Dann war ich noch 5 Tage in Italien, da tatsächlich Urlaub gemacht und ja, konnte gut abschalten. Da bedanke ich mich bei allen Kollegen, die mich nicht gestört haben im Urlaub. Das war lieber Gruß an dieser Stelle. Ja, wirklich. Das war dieses Jahr echt gut und konnte deswegen auch sehr gut abschalten. Und jetzt, wie Simon gesagt hat, voller Energie, voller Vorfreude auf die neue Saison. Genau, ja, ich sagte es ja schon, 18. Juli, da startete die Vorbereitung, der Trainingsauftakt. Aber im Mai, Juni letztes Jahres entstand ja die Idee, mit allen drei Teams, U14, U15, U16, gemeinsam ins Trainingslager zu fahren. Vielleicht die Frage an dich, Simon, wie kam es dazu, A, zum Kattenberger See nach Lünen zu fahren und halt auch alle zusammen mit U14, U15 und U16? Grundsätzlich haben wir eine sehr innige Trainergemeinschaft, muss man sagen. Also wir verbringen neben dem hier am Platz, auch außerhalb, einfach sehr viel Zeit. Das heißt, die Abende sind meist sogar sehr, sehr lang und da hat man natürlich viele Ideen und ja, durch Corona geprägt war ja die Jahre zuvor immer so ein bisschen Trainingslager schwierig. Wir fanden es aber eigentlich ganz cool, weil jeder von uns wollte wieder ins Trainingslager fahren, einfach auch für die Jungs dann auch. Und dabei ist dann halt auch so ein bisschen die Idee entstanden, hey, warum fahren wir nicht zu dritt? Wir haben so eine innige Beziehung, die Jungs kennen sich untereinander, es stärkt einfach nochmal den ganzen Zusammenhalt. Ist einfach eine coole Sache auch als Verein. So, und dann ist halt so ein bisschen die Idee gereift, okay, wir wollen es gern zu dritt machen, also alle drei Mannschaften. Dazu muss man ja sagen, nicht nur die Mannschaften sind ja mitgefahren, sondern auch unser Torwarttrainer mit David Hauser ist dabei gewesen, Techniktrainer mit Daniel Merten ist dabei gewesen. Das heißt, wir waren eine relativ große Gruppe. Und warum Kappenberger See? Wir waren letztes Jahr waren wir schon dort vor Ort, kannten also die Gegebenheiten, weil uns bestimmte Rahmenbedingungen einfach wichtig waren, wie Freibad, kurzer Weg zum Platz, allgemein schöne Umgebung und all das haben wir dort vorgefunden und deswegen haben wir das gemacht und jetzt die Erfahrung, wir sind ja gestern wiedergekommen, war eine super Woche oder super 5 Tage, sehr erkenntnisreich, auch anstrengend, aber war super cool. Ja. Ja, Basti, für dich vielleicht, du bist ja quasi diese Saison der U14-Trainer, das heißt in der zweiten NLZ-Total-Folge, wo du ja da warst, warst du ja noch U15-Trainer der letzten Saison. Dazu werden wir aber vielleicht später auch noch kurz was erzählen und sagen zu diesem rotierenden System. Aber jetzt als neuer U14-Trainer, eine neue Mannschaft, die du übernimmst, wie wichtig ist denn für dich so ein Trainingslager, wo man zusammen ist und die Mannschaft dann auch besser kennenlernen kann? Ich fand es einmal für mich, aber auch für den Rest des Trainerteams sehr wichtig. Wir haben auch mit allen Spielern kurze Gespräche geführt, um die so ein bisschen besser kennenzulernen, einschätzen zu lernen, auch was ihre Erwartungen an uns sind oder was sie auch für Ziele auf dem Platz haben, sowohl mit dem Team als auch persönlich. Und für die Mannschaft selber war es auch, glaube ich, enorm wichtig. Die Jungs sind jetzt vom 9er-Feld aufs 11er-Feld gewechselt. Entsprechend ist der Kader natürlich auch größer geworden, sprich viele neue Jungs, die jetzt in ihrer ersten Viktoria-Saison sind. Und die haben sich in diesen 5 Tagen natürlich dann auch super integrieren können. Und ja, die Jungs konnten sich untereinander einfach auch viel, viel besser kennenlernen. Okay. Pedro, für dich, du übernimmst ja quasi die 2007er, also quasi die alte Mannschaft von Basti, die jetzt in die U16 kommen. Auch für dich, neues Team, neue Spieler, neue Charaktere.
Wie wichtig ist für dich ein Trainingslager, gerade in diesem Bezug? Ja, also extrem wichtig. Wie Simon gesagt hat, die letzten zwei Jahre war das unmöglich, beziehungsweise nicht sinnvoll, wäre es nicht sinnvoll gewesen. Deswegen, uns geht es ähnlich wie Basti. Die Jungs gehen von 15 in die 16 im Leistungsbereich. Das heißt, wir haben automatisch schon zwei Plätze mehr im Kader. Wir hatten auch ein paar Abgänge. Das heißt, es waren schon 7 neue Zugänge in der Mannschaft. Und ich glaube, diese Zeit, wo du 24 Stunden, 5 Tage lang zusammenbringst, das ist schon extrem wichtig, gerade am Anfang, um zu sehen, okay, wie harmoniert die Mannschaft, wie verstehen sich die Jungs, und dann schon ein Stück weit die Basis für die Saison zu bauen. Und die war extrem cool in dieser Zeit. Wir konnten ja auch mit den Jungs viel Spaß haben. Die haben sehr intensiv gearbeitet, sowohl im physischen Bereich auf dem Platz, aber auch dann mit vielen Videoanalysen, mit vielen Besprechungen. Diese Zeit hast du hier am Platz ja begrenzt, vor allem, weil wenn die Schule wieder losgeht. Und eben diese Zeit zu haben, diese Flexibilität, tatsächlich 24 Stunden nur für den Fußball, ist für die Jungs ja auch cool. Und ja, die haben wir sehr genossen und die war sehr erfolgreich. Und ich glaube, wir können sehr glücklich sein, dass wir es machen dürften, dass der Verein auch sehr viel unterstützt hat. Und, ja, sowohl finanziell, aber auch von den organisatorischen Rahmen viel mitgegeben hat. Wir sind ohne große Verletzungen zurückgekommen, alles top. Deswegen glaube ich, können wir uns ja nicht beschweren. Ja, auch an dieser Stelle nochmal einen lieben Dank und einen ja, großen Dank an den Verein, der das auch ermöglicht hat, weil ich glaube, auch das ist nicht selbstverständlich. Dafür nochmal einen großen Dank. Ja, abgerundet wurde das Trainingslager durch Testspiele, die alle drei Mannschaften gemacht haben. Die U14 und die U16 gegen Westfalia Wetmar, also quasi den Verein vor Ort. Und die U15 hatte ja die erste Jugendfußballschule Köln zu Gast, die die Anreise auf sich genommen haben zum Testspiel. 4-1 Sieg für die U15. Simon, vielleicht an dich die Frage, wie fandest du den ersten Test vor Ort? Genau, das war ja für uns der erste Test. Und auch bei uns, wie bei Pedro, bei U16 ist es so, dass wir schon auch eine etwas größere Veränderung einfach im Kader haben, einfach weil uns auch Jungs in größere Vereine verlassen haben. Und deswegen finde ich, also man darf nicht vergessen, das waren schon anstrengende Tage auch für die Jungs. Und für uns war es wichtig, dass wir bestimmte Spielelemente, die einfach für uns in den ersten zwei Wochen einfach Bestandteil waren, dass man die sieht, das hat man auf jeden Fall gesehen. Ich muss einfach sagen, wir haben Jungs, die jetzt im zweiten Jahr bei uns dabei sind, die kennen bestimmte Dinge einfach schon. Manche Jungs sind jetzt seit zwei Wochen dabei, für die ist dann neu. Und da ist einfach die Aufgabe, dass wir die Dinge einfach zusammen bekommen. Und dafür hat sich das halt hervorragend geeignet. Und wenn man so ein Trainingslager mit einem Sieg abschließt, ist das umso schöner. Und deswegen hat das einfach die tolle Woche einfach nochmal bestätigt mit einem erkenntnisreichen, aber auch einfach schönen Sieg. Von daher sehr, sehr zufrieden. Und wie auch das Wichtigste, Pedro hat es gesagt, keine Verletzungen, keine großen, so kleine Wehwehchen gehören halt immer mal so ein bisschen dazu. Deswegen alles im Allem sehr, sehr rund gelaufen, alles. Ja, du sagst es gerade, Neuzugänge, viele Veränderungen. Veränderungen hatte ich ja gerade auch schon angesprochen, Thema des rotierenden Systems. Wie schon gesagt, jetzt aktuell U14-Trainer. Letztes Jahr noch U15-Trainer oder letzte Saison. Kannst du uns, Basti, vielleicht nochmal dieses System, dieses Rotationssystem hier im NLZ erklären, wie das funktioniert? Ja klar. Simon und ich sind in den U14, U15, war ich glaube ich jetzt schon im fünften Jahr parallel aktiv. Und in den letzten Jahren war es so, dass wir eben dieses rollierende Zwei-Jahres-System eingeführt haben, um einfach intensiver mit den Teams auch arbeiten zu können, wovon die Jungs profitieren, aber auch wir einfach noch mehr Einflussmöglichkeiten auf die Spieler haben. Und ja, sowas, was ich in den letzten beiden Jahren, den 2007er Jahrgang hatte, der jetzt in die U16 hochgegangen ist, zu Pedro. Und entsprechend jetzt den 2009er Jahrgang aus der U13, aus der vergangenen U13, jetzt in der U14, für dann hoffentlich 2 Jahre begleiten darf. Hoffentlich. Davon gehen wir mal aus. Ja, und du sagst es gerade auch, deine Mannschaft, wie gerade auch schon angesprochen, das ist ja bei dir, Pedro. Du, sechstes Jahr als U16-Cheftrainer, das heißt sechs Jahre, wo du quasi die Mannschaften übernimmst, die aus dem Aufbaubereich in das erste Jahr in den Leistungsbereich kommen. Kannst du uns mal vielleicht erklären, wie du so ja, die Mannschaften dann erwartest oder was für dich dann besonders wichtig ist, wenn die aus dem Aufbaubereich kommen und dann quasi ihr erstes Jahr im Leistungsbereich haben? Ja, kleine Korrektur, ich war die ersten 3 Jahre Co-Trainer von Christopher Gonska.
aber jetzt sechstes Jahr mit der U16, drittes Jahr mehr culpa, tut mir leid. Offiziell als Cheftrainer und ja, das hast du schon gesagt. Ich glaube, das habe ich bei meinem ersten Interview auch vor ein paar Monaten auch schon erzählt, dass das der erste Schritt für die Jungs ist in Richtung Leistungsbereich. Da geht es ja auch unter anderem nicht mehr, dass alle gleich spielen. Da wird schon ein bisschen mehr um die Leistung gehen, unter anderen Faktoren. Was definitiv für mich sehr spannend ist, und wir haben das schon gesagt, wir sind seit 5 Jahren im Bereich U14 und U15. Ich bin seit 6 Jahren im Bereich U16. Und ich kann schon sagen, dass die letzten 2 Jahrgänge, 2 Sechser, die Simon 2 Jahre lang begleiten dürfte und jetzt ist 2 Siebener, den Basti begleiten dürfte. Man merkt schon, wir kennen uns, wir tauschen uns ja auch aus. Und man kann schon mit diesen Jahrgängen erkennen, dass die Hand von dem Trainer da ist. Man kann die Mannschaft schon sehr gut ja, von vornherein einschätzen. Ich glaube, das spricht einfach für dieses System, dass Trainer dann, eine Saison geht so schnell vorbei, dass dann man die Zeit hat, vielleicht ein bisschen länger und intensiver mit den Jungs zu arbeiten. Das fordert einfach in so vielen Bereichen, hilft den Jungs extrem und hilft dann natürlich auch den nächsten Trainern, die Mannschaft übernehmen. Die Jahre davor, ich glaube U5er, hatte Simon in der U14, dann Basti in der U15 und ich in der U16. Es ist ja auch gut. Aber definitiv können wir das in den letzten 2 Jahrgängen sehen, 2006 und 2007, dass die Hand von den Trainern schon von vornherein da ist. Und ich glaube, das vereinfacht ja auch die Arbeit von den nächsten Trainern. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ja, cool. Ja, okay. Danke, Pedro. Jetzt habe ich nochmal für alle eine Frage zur neuen Saison. Simon, an dich die erste Frage, und zwar U15 Regionalliga. Kannst du uns vielleicht sagen, was ändert sich zum Vergleich zum letzten Jahr, wo du im U14 Nachwuchscup gespielt hast? Genau, also wir haben mehrere Veränderungen jetzt für die Jungs einfach in der Regionalliga. Es gibt erstens Auf- und Abstiege, das gab es halt vorher nicht im Nachwuchscup. Die Spielzeit verändert sich nochmal. Wir haben letztes Jahr 80 Minuten gespielt, jetzt reduziert sich sogar die Spielzeit, wir spielen nur noch 70 Minuten. Ja, das Wechselkontingent verändert sich. Wir können jetzt nur noch 4-mal wechseln, wir können nicht mehr ein- und auswechseln. Man merkt so ein bisschen, dass leistungsbezogener wird, auch wenn die Spielzeit komischerweise weniger wird, was so ein bisschen kontrovers ist. Aber ja, das sind so die grundsätzlichen Veränderungen auch für die Jungs in den Rahmenbedingungen. Und ich hoffe, eine Veränderung für uns, für mich wird es geben. Wir hatten mit den 2 Sechsern das erste Mal Regionalliga gespielt, dann, oder mit mir dann. Da konnten wir die Saison nicht zu Ende bringen. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr das hinbekommen. Das wäre einfach schön und ja, darauf freuen wir uns. Und ja, das sind so die grundsätzlichen Veränderungen einfach. Corona geschuldet, ne? Genau. Ja, okay. Pedro, bei dir, du bist ja dann in der U16 Bezirksliga. Also du hast schon gesagt, Bezirksliga, ich glaube der Unterschied vielleicht zum letzten Jahr ist, dass die Bezirksliga aus unserer Sicht dieses Jahr schon ein bisschen stärker ist, mit ein paar Mannschaften, die sicherlich mehr Qualität in die Liga bringen werden. Und da freuen wir uns extrem drauf. Ich glaube, das wird eine leichte Umstellung für die Jungs sein. Das hatte ich schon bei meinem letzten Interview auch erzählt, dass die Jungs nächstes Jahr oder diese Saison einfach so viel mehr Verantwortung mit dem Ball haben werden. Die werden die Spiele viel mehr gestalten müssen, weil einfach die in der Regel die Favoritenrollen in der Liga haben werden, was ja auch nicht automatisch bedeutet, dass sie alles gewinnen werden, aber diese Rolle werden die schon haben, anders als in der Regionalliga, wenn dann gegen Dortmund, Schalke, Mönchengladbach spielen. Aber ich glaube, vor allem für die Mannschaft wird es darum gehen, sich einzuspielen, nochmal in Vorbereitung auf die 17 ja auch, hoffentlich so viele Jungs wie möglich dann auch übergeben zu können. Und das, glaube ich, ist das Ziel der Mannschaft, dass sie dann immer als Mannschaft auftreten, dass sie dann auch einen schönen Offensiv-Fußball spielen, aber vor allem, dass wir so gut wie möglich die Jungs begleiten, so dass sie am Ende auch den Sprung in die 17 schaffen. Und U14, ein sehr talentiertes Team, hat was für Ziele und Wünsche für die, ja, für die Nachwuchsrunde im Nachwuchscup? Ja, Simon hat so ein bisschen Eindruck ja schon auch im Vergleich zu seinem letzten Jahr gegeben. 80 Minuten Spielzeit, höheres Wechselkontingent, also da ist von Seiten des Verbandes einfach auch schon
sind die Rahmenbedingungen geschaffen worden, um einfach die Ausbildung noch mal weiter in den Vordergrund zu stellen. Es wird keine Auf- und Abstiege geben in dieser Klasse, sodass einfach die Ausbildung des Teams und der einzelnen Spieler im Vordergrund steht. Deswegen haben wir da jetzt auch keine Tabellenplätze, die wir anstreben oder sonst was. Wir wollen Schritte machen als Team und jeder einzelne Spieler. Und natürlich auch Spiele gewinnen. Das war vor allem das, was man von den Jungs rausgehört hat, als wir, wie eben angesprochen, die Einzelgespräche mit ihnen geführt haben im Trainingslager. Und im Moment machen wir gute Schritte schon, auch wenn es gerade angefangen hat. Und bin davon überzeugt, dass wir auch jeden da Schritte voranbringen werden. Ja, wunderbar. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ende August geht es dann ja auch los mit der Liga für alle. Bis dahin wünschen wir euch allen auf jeden Fall noch eine gute Vorbereitungszeit. Die paar Wochen, die wir noch haben, und dann auch einen guten Start in die Saison. Für heute, Basti, Simon, Pedro, vielen lieben Dank. Und für euch, meine Lieben, ab nächste Woche geht es dann wieder los mit NLZ Total im regelmäßigen Modus. Und wir werden dann einen ganz besonderen Gast zu Gast haben. Freut euch drauf. Bis dahin, schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.